Sie sind hier, 10. Januar 2019, 13.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Andreas Seidel wird im Verlauf der neuen Formel 1 Saison sein Amt als McLaren-Chef antreten. Urheberrecht Getty Images. Der Formel 1 Rennstall McLaren hat einen neuen Teamchef. Ein Bayer wird den Posten im Verlauf der kommenden Saison übernehmen. Andreas Seidel, 43, wird neuer Teamchef beim Traditionsrennstall McLaren. Die gab das Team aus dem britischen Woking am Donnerstag bekannt. Seidel werde im Verlauf von 2019 seine Tätigkeit aufnehmen. Die neue Saison startet am 17. März im australischen Melbourne. Dies ist ein enormes Privileg und eine Herausforderung, für die ich voll und ganz bereit bin, sagte der Bayer. Die Möglichkeit, einen Beitrag zum McLaren-Erbe zu leisten, ist etwas ganz Besonderes und sehr inspirierend. Seidels Verpflichtung sei Teil der langfristigen Strategie von McLaren Racing, um zum Erfolg in der Formel 1 zurückzukehren, erklärte das Team. Der ehemalige Chef des Porsche-Engagements in der Langstreckenweltmeisterschaft trägt offiziell den Titel Managing Director. Von 2000 bis 2009 arbeitete er bereits als Head of Track Operations in der Formel 1 für BMW Motorsport bzw. BMW Sauber. Seidel berichtet in seiner neuen Rolle direkt an McLaren-Direktor Zak Brown, der für alle Aspekte des Formel 1-Rennprogramms des Teams verantwortlich ist. Letzter Grand Prix-Sieg vor 6 Jahren. McLaren ist in den vergangenen Jahren sportlich massiv ins Straucheln geraten. Das einstige Weltmeisterteam, 8 Fahrer und 12 Konstrukteurstitel, belegte in der abgelaufenen Saison in der Teamwertung nur den 6. Platz. Der letzte Grand Prix-Sieg liegt mehr als 6 Jahre zurück. Nach dem freiwilligen Rückzug des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso, Spanien, und der Trennung vom Belgier Stoffel Vandoorne unternimmt das Team auch auf der Fahrerebene mit Carlos Sainz Jr. Spanien und Formel 1 Neuling Lando Norris Großbritannien in der anstehenden Saison einen Neustart von Sportinformationsdienst.